So, willkommen zurück. Wir sind jetzt schon bei Tüte 2. Okay. In Teil 1 seht ihr, wie wir den ganzen kleinen Mist zusammengebaut haben. Das ist kein Mist, das ist Umas Auto. Ja, dann wollen wir mal hier anfangen. Kleinen Mist. Hätte ich so weit deinen Turm hergezogen. Ja, ja. Das ist halt weg. Bauen wir die Garage. Ja, ich zoome euch mal wieder ein Stückchen ran, damit wir auch ein bisschen was verfolgen können. Aber ich denke mal, die geht schnell. Ja, also wir können durchaus auch kurze Folgen machen, so ist es ja nicht. Letztes Mal, das war dann noch etwas lang. Überlänge. Ach, das bisschen. Ja, das kommt halt immer so ein bisschen. Ach du gute Güte, ist das der hier? Ja. Fertig. Genau. So schnell kann es gehen. Fertig. So schnell kann es gehen. Wer hat sich nicht schon mal gewünscht, mit einem Klacks ein Haus zu bauen? Ich habe zwei davor. Ja, ich suche den gerade schon. Müssten eigentlich zwei Stück sein. Ja, nee, das ist ein Dreier. Das fängt ach, der geht's wieder. Nee, aber also, ja. Das macht es natürlich umso schwieriger zu finden, wenn du einen da. Vielleicht sollten wir erstmal den Rest machen. Oh, der ist zu lang. Da kommen die zwei weg. Nein, das ist falsch. So. Genau. Muss aufpassen. Also jetzt haben wir große Teile, mit denen werden wir besser klarkommen als mit dem Auto. Da haben wir doch so ein paar Böcke geschossen. Gibt es noch eine dritte Tüte 2? Ich war halt auch am überlegen, ob da noch... Also... Ja. Oh, okay, zum Thema schneller. Also das hat Lego ein bisschen ungeschickt gemacht. Da hätten wir dann 2.1 oder so draus schreiben sollen. Das stimmt. Oder 2.2 wieder entsprechend. Weil man weiß oder 2.3. Man weiß halt immer nicht... Gut, es ist Tüte 1 verlangt und auf Tüte 1 hatten wir schon zwei Stück. Da sind kleine Sachen mal auf einen Haufen kommen, genau. Oh je, so viel zum Thema, bitte kurz Folge. Genau. Und ganz viel Werkzeug. Bestimmt Probelief. Probelief verpassen. Ja. Selbst deine Grillzange bei. Ja. Die habe ich vorhin so ein bisschen vermisst. Ah, da ist auch der obligatorische Zweier. Next, würde man bei MTV sagen. Oh, grün! Dann bau du den. Ich bau den? Okay. Ja, ist ja blöd, wenn ich darüber gucke, dann. Das stimmt, ja. Mach ich mir meine und du dir deine Augen kaputt. Ich finde das schon farbenfroh. Ja, die Simpsons sind ja farbenfroh. Gib mir mal den hier. Ist ja nicht schlecht. Wobei, klar, von der Qualität sind die Folgen heute natürlich um Längen besser. Ja, gut, das stimmt. Das wenn man die früher guckt. Das finde ich immer lustig, wenn du so Rezensionen liest über DVDs. Hm. Und es gibt dann tatsächlich Leute, die beschweren sich, immer noch das alte 4:3 Format. Das war halt mal so. Richtig. Dann warten die jetzt, dass alles nachdigitalisiert wird. Das verstehe ich auch nicht. Eigentlich hat das ja auch cool, wenn die dann auch ein bisschen anders aussehen. Ja. Das verstehe ich immer nicht, warum die Leute immer alles modern haben müssen. Das verstehe ich auch nicht. Nee. Zumal die Geschichten ja dieselben sind. Das ändert sich ja an den Stories nichts. Wenn die jetzt sagen würden, die Geschichten sind scheiße, was übrigens bei den neuen Staffeln häufig auch gesagt wird, ne? Echt? Viele sagen, die Simpsons hätten an Pep verloren. Okay. Und es sei oberflächlich geworden. Mhm. Weiß nicht, ob ich dem nicht so beipflichten würde. Es gibt alte Folgen, die finde ich doof. Es gibt neue, die finde ich doof. Ja, es ist nicht jede Folge gut. Ja, das ist schon richtig. Und Geschmäcker sind ja auch wie immer verschieden. Eben. Mach ich das hier richtig? Bin da gar nicht so sicher. Sieht so merkwürdig aus, ich weiß auch noch nicht, was das werden soll. Das wird ein Gebüsch. Na, wenn es so ein Gebüsch wird, ist ja nicht so schlimm, wenn es ein bisschen anders aussieht. Denke ich mal. So. Ach, der kommt da drauf. Strange. So, dann brauche ich noch so. Das war's. Ja. Also ich bin mit meiner Seite schon fertig.
Achso, ist ja richtig. Puerto Rico, ne? Ist aber richtig. Hm. Aber der darf hier nicht drauf. Da kommt der hier drauf. Ah, das wusste ich nicht. Ja! Trick 17 mit Selbstverharschung. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das kommt so aus. Ja. Nein, nein, den habe ich mitgebracht. Sieht man uns überhaupt richtig hier beim Bauen? Ja, können Tacken zurückgehen vielleicht. So. So, ich bin mit meiner Welt fertig. Ja, super. Super, 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 super. Aha, Häusle bauen. Jetzt wird's hoch. Ja, ich mach die einfache Seite. Ich mach wieder die. Du machst die einfache Seite, die hier, ne? Ich will eigentlich hier zugange, aber ist egal. Ja, genau, mit fertigen. Die gab's damals übrigens auch schon. Die fertigen Häuser, also diese Wände. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hatte damals mal ein Familienhaus. Mhm. Und da gab es die tatsächlich auch schon in weiß. Diese einfachen Dinger. Dass man nicht so bauen musste. Das gab es in der Tat damals auch schon. So. Den mit Griff. Genau. Und den ohne Griff. Den ohne Griff. Oder ist das der hier? Nein. Das ist auch nichts. Normal zwei, oder? Griff oder nicht Griff? Das ist hier die Frage. So, dann brauche ich noch so einen Zweier. Kannst du gleich mal noch einen suchen? Ja, der ist ja hier schon. Mhm. Und dieser. Das kommt aus. Ach so, schon. Ja, gut, da gab es dann halt. Hast du schon? Ja, ich war so frei. So, haben wir das? Ja, ja. Haben wir das. Ja. Es geht richtig zügig. Na, schrei nicht zu laut. Jetzt kommt eine Werkbank. Hey. Eine Werkbank mit Werkzeuggruppe, den habe ich gerade schon in der Hand gehabt. Ein Besen, das soll auch hier dabei sein. Hol mal uns eine Werkbank. Na, ich denke mal, Probelier auf der Flinders. Na gut, es gehört ja nicht alles nicht. Ich weiß. Einiges schon, klar. War jetzt auch nur Spaß. Aber Homer lässt die Sachen von ihm ja auch nicht offen liegen, das ist ja der Clou. Da kommt dann ein blauer drunter mit einem Zweier drunter. Dann kommt sowas hier. Interessant, ne? Wir sind bei Tim Taylor in der Werkstatt. Genau. Mit seinem 64er Mustang oder was er da hat. Oh, jetzt krieg ich einen Shitstorm, weil ich das falsche Auto gesagt habe. Ich weiß es nicht. Irgendein Auto, was er sich da zusammenbaut. Guck mal, sogar mit, wie sagt man? Kurbel. Ja, das soll wahrscheinlich. Hab ich schon. Andersrum. Ja. Yeah. Ach so, nach oben. Genau. Das ist also eine Werkbank, wenn man das so zusammenkuppelt, so backen. Das kommt hier drauf. Das ist versetzt. Hab ich jetzt Scheiße gemacht? Ja, ich hab Scheiße gemacht. Der blaue kommt einen nach innen. Nein, okay. Der andere. Der Besen hängt schon. Kommt das denn so hoch? Ja. Ja, ja. Kommt. Deswegen, wenn du was einspannen willst. Ich weiß, ja, ich weiß schon. Wie das Ding heißt. Wenn du es wisst, schreib es in die Kommentare. Haha. So, und der Koffer kommt da drauf. Dreh erstmal kurz rum. Dreh mal um, genau. Filmst du keine Werkbank? Geil, oder? Mit Besen. Mit Besen. Wir drehen das wieder rum, damit wir uns ein bisschen besser orientieren können. Oh mein Gott. Oh, ein Experiment. Machst du wieder die Seite, dann fange ich hiermit an. Achso, du meinst ja, ja die ganzen. Ja, guck mal, ob und wie. Ich finde das aber toll, wenn man so Schränkchen hat und die Tür muss grundsätzlich extra eingesetzt werden. Und wie soll denn das gehen? Ach, gute Güte. Ah, so geht's. Dann brauche ich mal den und dann brauche ich mal euch den. Sind das die? Nee. Was sind das die? Was hast du? Also ich würde sagen, das sind die grauen, ne? Was hast du denn als Alternative? Die durchsichtigen, nein, das passt ja gar nicht. Nein, nein, das sind die grauen. Aber was soll das sein? Öl- und Gaskännchen oder was? Wobei das Gas wie der Grill dann nett hören müsste. Wer weiß.
Wer weiß. Ist ja nicht so wie bei Saruman, wo Getränke, wo Tränke stehen. Ja, das ist in der Tat so, ne? Da gab es ja dieses eine Zimmer, wo Getränke sag ich jetzt auch schon. Ja, genau. Zaubertränke sind. Die Zaubertränke schon. Zaubergetränke. Oh Gott. Die Zaubergetränke, genau. Zaubergetränke. Was ist das denn irres, ja? Das Schubladen, ne? Also auf jeden Fall so ein Spender, weil da kommen hier so Pumpen ran. Das ist verkehrt. Was ist verkehrt? Was ich hier machen will, aber das passt überhaupt nicht. Da kommt irgendwas Rechteckiges rein, ich weiß noch nicht was. Ja, wo bist du denn? Bei dieser Konstruktion hier. Achso, da kommt so ein Fenster rein. Ein Fenster? Ja, so ein Fenster. Ach du gute Güte. Wie soll man denn darauf kommen? Oder? Nee, das ist zu groß. Das ist zu groß. Da ist noch eins, ein klein. Ja, das ach, brauchst du dann. Ach du gute Güte. Wieso soll da denn ein Fenster rein? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das Ding ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum nicht? Weil ich weiß, was das sein soll. Kommt das zweimal oder? Nee, nur einmal, nur unten. Nur unten soll ein Fenster. Da kommen ja auch seine Werkzeuge rein. Sehr merkwürdig. Das ist so eine Kiste, ja. Eine durchsichtige Kiste? Das ist ein bisschen merkwürdig, ja. Aber. Ach, die Simpsons sind halt strange, was wir mal machen. So, und da hast du dann das Regal. Die Platte brauche ich trotzdem noch. Ja, die Platte muss davor. Also würde ich sowas bei Ikea sehen, ich weiß nicht, ob ich es kaufen würde. Oh, jetzt habe ich einen Namen gesagt, ne? Kann auch jeder andere sein. Gibt genug andere Einrichtungsmärkte. Ja, Poco, Tübrücken, Möbelboss und so weiter. Und so weiter. Jetzt muss ich dann noch Werkzeug hängen, den Bohrer. Da kommt. Achso, da ist noch so ein Griff dran. Die grauen Griffe. Achso, ja, den habe ich. Das sind diese hier, glaube ich. Sind die. Ich leg hier nochmal, ja. Sehr, sehr klein zeuglastig gerade. Das ist echt eine Experimentierküche. Sieht so aus, ja. Ja, Molekularküche. Da kommt ein Schrauber dran. Ja, mit dem man Toaster reparieren. Und was ist da an der Ölkanne? Kennst du das mit dem Toaster? Mit dem Toaster kenne ich, ja. Das war schon geil. Na gut, ich sag mal, wenn man das gleich hier draufstellt und dadurch, dass es durchsichtig ist, hätte es einen weißen Boden. Trotzdem ist die Konstruktion komisch, ne? Ob das so gedacht ist. Das ist dann bestimmt so gedacht, damit das durchschimmert. Aber. Und keine Grillzange. Schraubenschlüssel hat er. So ein ganz kleines Schraubendreher. Wie süß. Liebe zum Detail, wie immer. Ja. Wenn er mit Bart mal wieder eine Seifenkiste baut. Ja, das war auch eine schöne Folge. Dann so eine Rohrzange. Eine sehr komische Folge. Ja, er war sich halt immer nicht so einig. Ne? Soll ich nicht? Gehört das auch dazu? Ist eine Ratsche. Nee, gehört aber nicht dazu. Doch. Mhm. Doch, gehört auch dazu. Eine Ratsche ist das. Okay. Du bist kein Handwerker. Ich auch. So, das kommt dann da drauf. So sieht das Ganze dann nicht klein aus. Also wenn jemand weiß, vielleicht gibt es ja wirklich eine Folge. Ich bitte mal reinschreiben. Ich denke mal, das ist irgendwie so ein Spender, wie gesagt. Öl oder was auch immer. Squishy. Aber bei Hummer ist das gar nicht, oder? Nee, das Squishy ist das nicht, das stimmt. Ich glaube, ich habe das in neueren Folgen auch gar nicht mehr gesehen, das Zeug. Das gibt's wirklich mit den alten, glaube ich. Das ist verkehrt. Was ist das denn für. Ach, die denn da. Dieses Squishy gibt's, glaube ich, nur in den. Machst du die Seite? Ach so, ich war jetzt gerade dabei. Ja, oder das ist auch okay. Den Plan zu bauen. Ja, das ist auch okay. Ich habe mich ja mal gefragt, was dieses Squishy ist, bis auf Kirmes irgendwann mal dieses komische Crush-Eis auftaucht. Und damit habe ich das dann immer irgendwie verglichen. Ist ja auch. Ja, ich weiß noch nicht, ob Squishy wirklich so eiskalt ist. Das kann man aus der Serie nicht wirklich entnehmen. Doch, kann man. Ja? Weil es gibt ja diesen, wo er diesen Schock kriegt. Ja, den Zuckerschock. Den Zuckerschock, genau. Aber nicht den Eisschock. Ja, gut. Ja.
Ja, gut. Außerdem kriegt ihr Milhouse. Ja, und er auch. Ja. Er auch, ja. Kriegen beide. Da haben sie irgendwie $20 gefunden oder was, ne? Mir einen super Squishy. Ja. Bist du dir sicher? Ja. Dann ist ja die Maschine fast explodiert. Noch nie hat einer einen super Squishy verlangt. Genau. Der arme Apu. Nee. So. Der fehlt noch. Also. Also ich bin jetzt bei dem hier. Ach so, da bist du schon. Deswegen finde ich den auch nicht. Ja, ja, ja. Du kannst nicht alles haben. Ich dachte, du machst den unteren wieder. Bin ich jetzt einfach von aus. Ach so, ja, stimmt. Gibt's ja auch wieder. Das nennt man Arbeitsteilung, wenn die Rechte haben, nicht was die Linke tun. Ja, aber zu zweit ist das immer lustiger. Klar. Ich kann ein bisschen fachsimpeln. Genau. Cool. Dann kommen da bestimmt gleich die Wände rein. Ach nee, muss anders rein. Dann muss ich auch das Blaue anders rein. Oh nein. Ja gut, das muss man ja erstmal wissen. Muss man eben darauf achten, wie rum das zeigt. Damit die hier gegenüber sind. Oh. Ah. Sensor. Sensor. Gibt eine Folge, wo sie den armen Homer zerquetschen da drin. Stimmt, ja. Ich kann mich dran erinnern. Und dann fragt Lee, dann hat Bart ja noch gesagt, ich hab's dir ja gesagt, dann legt er ihr einen Zettel vor, was er aber vorher schon gezeichnet hat, wo Homer dann tatsächlich unter dem Tor liegt. Stimmt, ja. Die Folge ist echt lustig. Das stimmt. Ich hab dir gesagt, was passieren wird. Manchmal ist Bart gruselig. So, habe ich jetzt hier einen zu viel. Sekunde, ich muss mal einmal kurz zurückgehen. Ja, genau. Da kommt der Zweier, da kommt der, da kommt der Zweier. Ja, da habe ich einen zu viel drauf. Deswegen ist der zu hoch. Ach so, da kommt dieser Rohr drauf. Du bist hier? Ja, genau. Okay. Diese Rohr. Okay. Das geht doch gut voran. Ja, die Garage geht schon mal von der Hand. Weil es nicht so viele Kleinteile sind. Kleinvieh macht auch Mist, aber wie sagt man? So, da kommen die drei. Achso, hast du. Ach doch, die ist höher, ne? Das ist höher. Ja, okay. Ein Millimeter. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir da keinen Mist machen. Und der kommt hier zwischen. Genau. Und dann kommt hier der Sechser und ein Vierer. Ach doch, zweimal, ja, okay. Schon richtig. Alles gut. Sind wir durch? Ja. Boah, ey. Aber den hast du hier falsch. Ach, der kommt nach innen, ne? Nach ja, innen. Okay. Da hast du recht. Das hatte ich auch so gesehen. Oh Gott. Es gibt doch eine Garagentür, cool. Eine Garagentür, ja. Ja, da war ich mir im Moment nicht sicher, ob es die tatsächlich geben würde. Warum? Weiß ich nicht. Aus technischen Gründen wahrscheinlich. Und ob die funktionieren werden. Die wird aber funktionieren. Ich wollte gerade sagen, bei Lego funktioniert in der Regel ja alles, was da ist. In der Regel. Also ich habe auch noch nie erlebt, dass es nicht ging. Nur wenn man es falsch gebaut hat, dann. Gut. Das liegt ja nur an selber, nicht an Lego. Nein, das ist Lego schon. Wenn Lego so doofe Pläne macht, wobei die sind ja deutlich besser geworden. Damals gab es eine Tüte, wo alles drin war, oder zwei, drei. Heute sind sie wenigstens durchnummeriert. Ja, man muss dann nur alle zusammensuchen. Wollte ich gerade sagen, trotzdem, ja. Aber die sind auch neu, ja? Die kenne ich auch noch nicht. Die hatten wir vorhin schon in Beige, aber so von der Sache her kenne ich sie nicht. Ah, doch, die Tür geht tatsächlich auf. Hm? Ach, du hast die. Ja, ich wollte wenigstens ein bisschen was machen. Kannst ja auch. Ich habe mich nur gewundert, wo sind die? Da kommen eigentlich die Pömpel rein. Nee, die setzt er dann hier drauf. Ach, so, du hast das ja, von ja, ah. Ich war so fein, nur der Türgriff fehlt noch und das der untere. Der Türgriff fehlt. Und die untere Reihe.
Nicht unter rein. Achso, der guckt da durch. Okay, alles gut. Ja. Die Tür funktioniert sogar. Das finde ich ja geil. Denke mal, da wird es auch noch ein... Das ist ja geil. Ups. Ah, und der macht schon wieder alles kaputt. Und dafür sind die Dinger da, die stoppen die Tür dann. Genau, damit die nicht... Wie geil ist das denn? Das finde ich persönlich sehr schön. Das ist sehr schön. Ja. Oh, ich freue mich so. Das Problem ist, ich weiß auch gar nicht, wohin mit dem Schätzchen. Gut, das Problem kenne ich. Da werde ich wahrscheinlich... Ich werde wahrscheinlich das andere Regal doch noch aufbauen müssen. Erinnerst du dich, was vom Wohnzimmer übergeblieben? Genau, richtig. Das Ding ist nur, ich habe auf der anderen Seite was gebohrt. Das ist für was anderes. Das ist die Wand hier hinten. Ach so. Und ich komme nicht wirklich tief rein mit dem Bohrer. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Holzbalken liegen oder so. Und ich habe die Befürchtung, dass es auf der anderen Seite auch so sein könnte. Aber es muss ja nicht so sein. Weil wenn du da nur 1-2 cm reinkommst, wird das Regal nicht halten. Ist ja richtig. Mich würde mal interessieren, ob die die Farben von der Serie geholt haben, von den Machern. Welche Farben? Diese Farben. Also ach so. Ja, sage ich jetzt mal, was weiß ich, irgendwelche Hexzahlen oder... Das stimmt, ja. Ralfarben. Da gibt es ja so einige industrielle Standards. Da gibt es ja keinen einvernehmlichen Standard. Ob die sich das geholt haben und entsprechend nachgemacht haben oder ob die einfach geguckt haben, ja, passt so ungefähr. Nee, ich denke mal schon, dass die da... Wird schon so sein. Die Lizenz haben sie ja geholt dafür, dass sie es verkaufen. Dann wird das inklusive sein, ne? Die Farbnummer. Inklusive? Inklusive Farben? Ja, okay. Dann kostet es aber ein bisschen mehr. Ja, ist ja so. Oh, 18 mal die Schrägen. Ja. Da sind wir ja schon. Ja, ich wollte nur gucken, dass wir nichts... Nee, diesmal haben wir nichts übersprungen. Weil du warst jetzt so flott. Ja, manchmal geht doch mal das Leid von der Hand halt. Ja, zu den Simpsons kann ich auch mehr sagen. Du konntest letztes Mal zu dem Herr der Ringe mehr sagen. Das stimmt. Obwohl, bei Simpsons kann ich mich ja auch gut aus. Deswegen, ne? Das ist ein ganz anderer Redefluss. Letztes Mal habe ich nur aha. Ja gut, ist ja nicht schlimm. Nein, das ging schon. Ich konnte halt viel fragen und du konntest alles beantworten. Das ist dann der Punkt. Vor allem für mich war es immer nur der Herr der Ringe-Turm, was ja Schwachsinn ist eigentlich. Ja. Es gibt ja nicht nur den Turm, es gibt ja noch... Siehst du? Oha, Dachluke. Zweimal. Ja. Also können wir wieder dual bauen. Parallel. Mit Fenster. Mit Fenster. Ich sehe da Zeichen gar nicht mehr so. Deswegen sage ich es ja. Wobei ich glaube auch, wo wir gerade bei Farben waren, selbst die haben sich im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Ja gut, ist klar, weil die Technik halt auch weiterging. Die darzustellen. Technik weiterging, die darzustellen, richtig. Wo ist denn der zweite Fenster? Da. Sie sind klarer geworden, die, muss man ganz klar so sehen. Die Kontraste sind besser. Hm. Ich kann mich an die ersten Folgen noch erinnern, wo... Ich weiß nicht, die waren allgemein ein bisschen komisch, die ersten Folgen. Wie ist denn das jetzt gemeint hier? Ja, weil dann ist doch so eine Lücke. Kann man irgendwie sagen. Ist das gewollt? Ach so, dann ist... Ja, das muss man hier irgendwie reinstecken. Ja. Reinstecken schon. Ja, das sind so Kippfenster, ne? Genau. Also so. Schiebekippfenster und Hemd. Nee, das ist irgendwie verkehrt. Wenn das in der Mitte ist, dann könntest du es komplett drehen. Ja, aber. Das passt von der Höhe auch nicht, ne? Oder? Aber die haben. Das soll ja bündig sein, deswegen. Das war einfach nur, damit es schräg ist, ne? Und nicht hochkant. Deswegen haben sie es so gemacht, denke ich. Das soll nicht zum Kippen sein, das soll einfach nur die Optik halt. Dass es ein Schrägfenster ist. Weißt du? Ja, und merkwürdig finde ich es trotzdem. Wobei hier sieht ja auch, dass man es drehen können soll. Aber ich verstehe, was du meinst. Das passt uns mit der Höhe nicht. Nee, da steht nur, dass man das Fenster kippen soll.
Das steht da auch nicht. Du meinst, dass man es zum Beispiel so reinsetzen könnte? Das ja, so habe ich es ja auch. Wobei, das wird gar nicht mehr gehen, wenn das hier oben zu ist. Merkwürdig. Hätte man sowas Cooles draus machen können? Hätte, ja. Aber da brauchst du oben den Platz ja auch wieder, ne? Da braucht man den Platz wieder, ne? Na gut, lassen wir das mal so stehen. Es soll einfach nur so ein Dachfenster sein, halt. Komisch, komisch, komisch. Na gut. Den wollte ich gerade auch nehmen. Oh, Entschuldigung. Dann nehme ich dir den da. Das kann passieren, wenn beide dasselbe bauen. Das stimmt. Ist ja alles genug da. Also. Das sagst du so. In deinem jugendlichen Leichtsinn. Gut, die paar Jahre, die ich jünger bin. Mein Gott. Habt ihr das gehört? Er hat gesagt, ich bin alt. Oh Gott. Gar nicht. Nicht alt genug für die Simpsons. Also mit dem Fenster finde ich echt merkwürdig. Damit es halt so schräg ist. Ja, aber es passt so überhaupt von der Sache her. Auch die Nüppel dann an der Seite. Es sieht von der Optik ein bisschen komisch aus, ja. Vor allem, du kannst es optional rausnehmen, aber sonst. Warte, ich bin noch nicht fertig. Wie, du bist noch nicht fertig? Ich bin noch nicht fertig. Ich denke mal, das kommt dann näher hier. Zack. Wo bin ich denn überhaupt? Da bin diese ich. Diese Ecken fertig. Brauchst du noch, diese. Ach, die hier. Ja. Und dann bin ich fertig. Ja, die Garage geht richtig flott von ab. So, wie rum hast du deins? So rum, ist das richtig oder soll das spiegelverkehrt sein? Anders. Ja, wenn. Ja, das damit. Nee, muss andersrum, ne? So. Das heißt, es ist verspiegelt. Das heißt, deine Nippel sind da, meine sind hier. Welche Nippel? Ach so. Siehst du das? Stimmt. Ist andersrum. Die Nippel sind andersrum. Ja gut, das haben wir ja schon. Ach so, dass das da drauf ist. Ja. Das ist da drauf so, ja. Intuitiv. Gleich richtig gemacht. Das weiß man. Genau, das ahnt man. Jeder weiß man. Ich bin der Picknicker, yeah. Stimmt, ja. Auch ein doofes Lied. Ich fand es gut. Gut genug, damit es in meinem Hirn bleibt. Auch eine Ehre. Gut genug, dass es in meinem Hirn bleibt. Ja, ist das so, ne? Ich sag nur, ohne Pix schlafe ich heute Nacht nicht ein. Genau. Wo sind damals alle mit rumliegen? War auch eine Ehre. Das ist auch eine Ehre, ja, klar. Deine Songs haben wir auch schon nachgegrillt, also von daher. Das war echt toll, ja. Ja. Apropos Lied, ich habe geschafft, die Akkorde zu schreiben für das Handy aus. Vielleicht sollten wir die Kanäle mal hier verlinken. Das sollten wir vielleicht wirklich mal machen. Damit könnt ihr mal sehen, was wir sonst so treiben, wenn wir nicht gerade Lego bauen. Der Witz ist ja, wir bauen das alles an einem Nachmittag auf und ihr seht das in den nächsten 10 Wochen. Ja gut, aber... Ja, der Turm läuft ja noch. Bis ich das alles gerendert habe. Zumal ich das diesmal klüger anstellen werde als letzte Mal. Indem ich ein anderes Verfahren anwende. Einmal drehen und dann kommen die vier. Gerade mit dem Zeitraffer. Ja, ein anderes gut. Verfahren anwendest, geht das ruckzuck. Also aus Fehlern lernt man ja, ne? Ja. Und halt alles Erfahrungswerte. Und ich habe aber noch mal geguckt, ne? Das Problem ist halt, die Anleitung zu dem Programm ist so riesig und dann, man macht ja eigentlich Learning by Doing bei solchen Sachen. Das wird wohl das Dach sein. Also nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Müssen wir das zweimal machen? Wieso? Weil das nur eine Hälfte ist. Stimmt. Aber da steht nicht von zweimal, oder? Ja, aber ist ja eigentlich logisch, zweimal. Oder das andere ist spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt, ja. Was sollst du da machen? Die Seite darf ich dann machen. Was sagt denn die Uhr? Oh je. Was denn? Tick-Tack. Das heißt? Wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt, heißt das. Ach so. Ja. Aber da weiß man ja nicht, in welchem Loch das kommt. 4, 5, 6. 1, 2, 3. Doch, zwischen den Platten. Zwischen den Platten? Zwischen den Platten. Siehst du das? Ja, oben oder unten? Unten. Unten, ja, ja.
Aber man hat sogar Garagenlampen. Ja, muss ja alles seine Ordnung haben. Oh. Das ist ein weites Feld, wie es leider vibrierst durch irgendwann. Das ist zur Stabilität, wie schwarzen. Boah, gibt ja doch so manche Sachen, die werden doppelt und dreifach abgesichert. Das ist ja nicht schlimm. Kann man machen. Hä, und da kommt der hier drauf? Was ist denn da der Witz? Zweimal, ja. Ja, aber erst packe ich die hier rein und dann packe ich den hier drauf. Genau. Irgendwie merkwürdig. Na gut. Ja, was brauche ich jetzt nochmal? Aber manchen Konstruktionen, entweder sind sie dann zu detailverliebt, dass die dann sagen, da muss aber was Glänzendes drum sein, obwohl man es hinterher kaum noch sieht, wenn man es nicht weiß. Schwer zu sagen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Die sollen ja dann so. Ich frage mich, ja gut, man soll die Dächer ja, falls du es noch nicht weißt, abnehmen können. Das heißt, die halten wirklich nur so. Die werden nicht fest drauf gesteckt. Damit man auch innen drin spielen kann. Ja, da ist er doch. So, jetzt gucken wir mal. Deine. Komm, Steins hat ganz anders angefangen, ne? Ja, meins hat wirklich anders angefangen. Deswegen. Ich dürfte den anderen sagen, ne? Wurde das vorhin nicht zweimal gesagt, dass es zweimal brauchst. Kann ich schon mal diese komischen Lampen. Oh, braun in braun, da bist du blind bei. So, das kommt schon mal so hin. Das kommt so hin. Ne, da müsste ein kürzer, oder? Sieht das alles gleich. Ne, viermal, das ist dieselbe Größe. Merkwürdig, baut man zweimal fast dasselbe, aber auf komplett andere Weise. Das stimmt. Und das wird jetzt hier anders gemacht, falls man vorhin die Frage kommt, ist das jetzt der fünfte oder der sechste? Könnte man ja glatt mutmaßen. Was? Das sieht aber merkwürdig aus. So, dann kommt der dahin. Der dahin. Ach Gott, jetzt machen sie aber alles Step by Step, oder was? Dann. Ja, manchmal ist das so. Ne, ab und zu hast du so Sachen, die übersiehst du schnell. Und hier machen sie wirklich einen davon. Und dann kommst du auch ziemlich schnell rum hier. So, den habe ich schon. So, dann kommt der Bursche. Ich lege jetzt mal kurz nach hinten. So, dann sehe ich auch was. Der Bursche. So, dann drehen wir das um. Genau. Dann ist die Kante hier, das passt. So. Dann machst du es genauso wie bei mir, da wo die Zwischendinger sind. Ja. Die passen ja auch noch. Einmal zack. Ne, die kommen da. Die stehen einen über, ne? Ne, aber dann kommt noch so ein einer davor. Also hast du einen zu früh rein, sozusagen. Also hier hin, oder was? Genau. Aha. Das ist wirklich schwer zu sehen auf dem Bild. Ja, wieso? Da sieht man es doch. Ja, man könnte es erahnen. So. Da wird sogar gezeigt. Nein. Ja, doch. So, die kommen außen. Die kommen außen, genau. So wie bei mir halt auch. Wobei, der ist tatsächlich falsch. Die kommen hier in der Mitte. Nicht am Rand. Oder sehe ich das falsch? Dass die hier reinkommen. Kann natürlich auch sein. Kann bei mir auch so gewesen sein. Hast du auch? Nee, hast du. Meiner ist auch eine breiter als deiner. Das ist der Punkt. Das kann auch sein, ja. Nee, siehst du noch. Er ist einer breiter. Ja, stimmt. Deswegen. Oh nein, deswegen. Ja, eine Seite muss ja irgendwie überlappen wahrscheinlich. Deswegen wahrscheinlich auch der andere Aufbau. Mhm.
Wir kommen drauf, aber nie dahin. Alles ergibt einen Sinn. Oh, jetzt ist es wieder so. So, und keine Ahnung. Muss ja auch mal sein. Jetzt kommen diese komischen Lampen. Die kommen. Wenn es Lampen da sein sollen. Kann sein, dass es nur Halterungen sind. Ich denke mal, das sind Halterungen, weil bei Lampen da hätten sie sich noch was einfallen lassen, damit die wirklich leuchten. Hm. Für das Gewicht wahrscheinlich. Na, mit denen die runterrutschen. Ah. Sieht doch cool aus. Ja. Das ist die Garage. Das ist die Garage. Mit Türchen auf. Da bin ich ganz stolz drauf. Und Türchen zu. Dass man das Dach abnehmen kann, habt ihr gerade gesehen. Haha. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Genau. Und dann sind wir bei Tütchen 3 von, hast du schon geguckt, wie viele? 7. Von 7. Es geht also voran, Leute. Bleibt dran, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Cheerio.